Verantwortlich für das nun folgende Hörspiel ist der Medientrecker. Mein Name ist Felix, ich bin 14 Jahre alt und komme von der regionalen Schule Sassnitz. Mein Name ist Max, ich bin 15 Jahre alt und gehe in die Förderschule in Bergen. Mein Name ist Tom, bin 15 Jahre alt und komme aus der Förderschule in Bergen. Mein Name ist Marvin, bin 16 Jahre alt und komme aus der Förderschule in Bergen. Mein Name ist Marvin, ich bin 15 Jahre alt und gehe auf die regionale Schule Sassnitz. Mein Name ist Nadine, ich bin 14 Jahre alt und besuche die regionale Schule Sassnitz. Ich bin Jeton, bin 16 Jahre alt und besuche die regionale Schule Sassnitz. Mein Name ist Gerhard, ich bin 15 Jahre alt und gehe auf die regionale Schule Sassnitz. Mein Name ist Bruno, ich bin 16 Jahre alt und gehe auf die regionale Schule Sassnitz. Wir sind Schüler aus zwei verschiedenen Schulen und produzieren ein Hörspiel diese Woche. Das Hörspiel handelt über eine ehemalige Zwangsarbeiterin. Neun Schüler befinden sich im E-Werk Sassnitz zur Begegnungswoche Grenzen überwinden und lernen ehemalige Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen aus Polen kennen. Max führt mit Frau Hein ein Interview. Warum sind Sie geflüchtet? Dlaczego pani uciekała, próbowała ucieczki? Bo miałam dosyć tego wszystkiego. Szefowa była niedobrą babą, gnębiła, gnała do roboty. Chciałam sobie urlop zrobić. Ich hatte genug von dem allen. Die Chefin war ein schreckliches Weib. Sie wollte nur, dass wir arbeiten und arbeiten und arbeiten. Und ich brauchte einfach einen Urlaub. Ich brauchte frei von dem allen. Wie war der Fluchtplan? Und mit wem sind Sie geflüchtet? Jaki był ten plan ucieczki? Z kim pani uciekała? Nie, że z Moniką, która razem ze mną tu przyjechała, tylko pracowała obok w restauracji. Pracowała. Żeśmy kupili normalnie bilet, żeśmy wsiedli do pociągu i dojedziemy, nie? Przyszła kontrola, bilet żeśmy mieli, ale nie mieliśmy przepustek. Dobrze, to powiem. Mit einer Kollegin, die auch hier mit mir gekommen war, auf die Insel, aber anderswo gearbeitet hat. Sie hieß Monika und wir haben ganz normal Zugfahrkarten gekauft und in den Zug eingestiegen und wir dachten, wir fahren weg. Aber als die Kontrolle kam, wir hatten zwar die Fahrkarten, aber keine Ausweise, keine Zulassung für so eine Fahrt. Dem Max wird auf einmal ganz flau im Magen und die Umgebung beginnt sich zu ändern. Plötzlich befindet sich Max in einem Zug und er trifft auf ein Mädchen, die sich gerade hinter einem Sitz versteckt. Hä? Wer bist du denn? Und woher kommst du auf einmal? Und das Mädchen fing an zu erzählen. Du musst leise sein, da hinten stehen noch die Männer, die passen auf. Ich hab's nicht mehr ausgehalten, diese herrische Frau, diese harte Arbeit. Was soll das für ein Leben sein? Aber, wo wollt ihr hin? Erstmal nur nach Bromberg. Wie heißt du und wie alt bist du? Janina Hein, ich bin 17 Jahre alt. Den ganzen Tag arbeiten, von früh bis spät. Ich wurde mit dem Zug nach Stettin und dann weiter nach Sassnitz ins Wiener Café gebracht. Ich kann das alles nicht mehr. Ausweiskontrolle! Was passiert denn jetzt? Sie dürfen mich nicht erwischen. Max spürte erneut dieses flaue Gefühl im Bauch. Da saß er wieder der älteren Frau Hein gegenüber. Und es wirkte, als wäre er nie fort gewesen. Nic, pełno ludzi w pociągu, bo żeśmy jechali do Bydgoszczy, na Bromberg i byśmy dojechali przez Szczecin, byśmy, żeby nie kontrola, byśmy dojechali, ale tak się stało, jak się stało, zabrali nas z pociągu, zamknęli nas we więzieniu, tam żeśmy siedzieli parę dni i z więzienia wywieźli nas do Lagru, Pylice pod Szczecinem. To ja powiem, żeby nie zapomnieć. Tak, tam żeśmy... Also wir sind mit dem Zug, wir wollten nach Bydgoszcz. Die Stadt hieß damals Bromberg auf Deutsch. Und wir dachten, der Zug ist voller Leute, da werden wir das doch irgendwie schaffen. Aber man hat uns ertappt, aus dem Zug genommen, in ein Gefängnis gebracht. Dort blieben wir einige Tage und dann kamen wir in ein Lager in der Nähe von Szczecin. Die Ortschaft hieß Pilice. Co dalej? Jak długo tam byłam, to już nie pamiętam. Jak to się...
Tam się działy straszne rzeczy, żeśmy na apelu stali, pamiętam, godzinami. Dwie Polki, takie młode dziewczyny, uciekły. One były zabrane z kościoła, gdzie się... Uciekły, za to, że uciekły, powiesili jednego młodego mężczyznę. Musieliśmy stać na apelu godzinami i patrzeć na to wszystko. Dort habe ich schreckliche Dinge erlebt. Wir standen zum Beispiel Appell, standen wir stundenlang draußen und zwei Mädels ist es gelungen wegzulaufen und dafür wurde ein junger Mann erhängt und wir standen einfach da und mussten drauf schauen, wie die den erhängt haben. Jak długo tam byłam, to też nie pamiętam i nie wiem, kto... Ten szef, u którego pewno pracowałam, on należał do NSDAP. On mi się zdaje, on się przyczynił do tego, że ja z tego lagru wyszłam i z powrotem poszłam do Wiener Kaffee pracować. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich dort geblieben bin und ich weiß auch nicht genau, wie das passiert ist, aber mein Chef, bei dem ich damals hier in Sassnitz gearbeitet habe, der gehörte dieser Partei, NSDAP, und der hat irgendwie das erledigt, dass ich zurück durfte nach Sassnitz zu seiner Café. Nie miał kto pracować, więc zastępstwa za mnie nie dostał, więc się postarał, że wróciła. Ale za czym ja wróciłam, to tam też przeżyłam gehennę, bo tam wszy odzieżowe. Coś strasznego się działo. Każdego dnia ktoś był bity, powieszany. Z godzinami na apelu żeśmy stali. Jednego dnia weszło takich dwóch SS-manów na salę i tak wziął rękę i tak przeliechło ręką i mówi, że tu jest brudno, nie? I kto tu pilnuje porządku? I te jedne, które już tam były i o tym wiedziały i skazały na mnie. No niech, wytłumacz dalej. Ich habe, wie gesagt, grausame Dinge dort erlebt, bevor der mich wegnahm, der Chef, zurück nach Sassnitz. Zum Beispiel, wie gesagt, jeden Tag wurde einer geschlagen, verprügelt, erhängt. Wir standen stundenlang Appell. Und eines Tages kamen zwei SS-Männer in den Raum, wo wir waren. Und der hat mit der Hand einfach so über den Tisch so, weiß nicht, die Hand über den Tisch so gezogen und gesagt, Mode ist schmutzig hier. Wer kümmert sich hier um die Ordnung, um die Sauberkeit? Und ältere Frauen, die dort schon längst in dem Lager waren, sie haben auf mich gezeigt, dass ich dafür schuldig war, dass es dort so schmutzig war. Przyszedł z takim pomagerem, jak oni na nich mówili, takich co, bo osobiście on mnie nie bił, ten drugi. Kazał mi się przełożyć przez krzesło, ile razy mi uderzył, nie, to siedzenie miałam czarne, całe plecy i tyłek to miałam zupełnie czarny jak smoła. Und dafür hat einen Helfer geholt, weil der mich persönlich nicht geschlagen hat, nicht verprügelt hat, sondern der andere, den er geholt hat, hat mich so geschlagen am Rücken, dass ich einfach schwarze Spuren drauf hatte. Ich weiß nicht mehr, wie viele Male der mich so geschlagen hat. I długo, jeszcze później jakiś czas byłam i pewnego dnia mówi, że wychodzę na wolność. I przez las szłam, pieszo przyszłam. Nie wiem, jak to się stało, że ja nie dostałam w ogóle żadnego wypisu, żadnego zezwolenia, że ja mogę ten obóz opuścić. Nie pamiętam, jak to się stało, to już nie pamiętam. I wróciłam z powrotem, szłam przez taki las, tam do jakiejś stacji mnie dowieźli, szłam pieszo, przez las doszłam, no i wylądowałam w takim lesie, w takiej kawiarni. Tam to była kawiarnia, jak to... Niemka to prowadziła i tam się przenocowałam je i ona pewno zadzwoniła do szefa, że tu jestem, że pracowałam i dotarłam do Sassnitz i pracowałam do końca wojny u tego Niemca. Pracowałam u niego z powrotem. Ich weiß nicht mehr, wie das genau war. Ich weiß nur noch, dass man mir eines Tages gesagt wurde, dass ich jetzt entlassen werde, dass ich zurück nach Sassnitz soll. Aber die haben mich nur ein Stück zu einer Bahnstation gebracht. Dann bin ich Zug gefahren. Dann bin ich durch einen Wald einfach zu Fuß gelaufen, bis zu einem K-
Café, wo die Eigentümerin gesagt hat, ich darf hier übernachten. Und am nächsten Tag ist mein Chef gekommen aus Sassnitz und hat mich nach Sassnitz gebracht. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendein Papier gekriegt hätte oder einen Ausweis. Keine Ahnung, wie das damals so organisiert wurde. Ich weiß nur noch, habe nur noch die wenigen Bilder vor den Augen. Und bis zum Ende des Krieges war ich dann in Sassnitz in diesem Wiener Café. No. Pracowałam do końca wojny, u tego szefa pracowałam. Do końca wojny pracowałam, jak przyszli Ruski. Z tej Wiener Kaffee zrobili stałe pełno maszyn do szycia i tam były szyte takie drelichy i to wysyłali na Ruski do, żołnierzom, którzy na ruskim froncie, którzy byli. To już tam nie było żadnych dancingów, nie było nic. Wszyscy się porozjeżdżali. Tego szefa zabrali do kopania rowów przeciwpancernych. Także jego. A ta szefowa została do końca. Bis zum Ende des Krieges war ich, habe ich dort gearbeitet. Dann kamen die Russen und die haben dann unser Café in eine. Sie haben ganz viele Nähmaschinen mitgebracht und da standen überall diese Nähmaschinen und es wurde irgendwelche Kleidung genäht für Soldaten, für russische Soldaten, die auf der Front waren und da auf die Front geschickt, diese Kleidung. Und der Chef wurde weggebracht. Wir haben uns sagen lassen, dass er irgendwelche Schützengräber zu graben hatte, aber die Chefin, die war doch an Ort und Stelle, die ist da geblieben. I pewnego dnia jestem w oknie, patrzę przez okno i mówię, co to za wojsko tu jest? Na takich małych konikach jechało wojsko, w takich fufejkach tutaj, w takich saposzkach, tu sznurkiem związane. Ruskie wojsko nas oswobodziło. Coś okropnego. Okradali, gwałcili, po domach chodzili. Polaków brali jako świadków, mówi tak, tu żeście pracowali, tu wszystkich znacie, musicie wiedzieć, kto ma dużo złota. Chodzili po tych rodzinach, po tych domach chodzili i tych ludzi tak gnębili. Masę małżeństw, takich młodych kobiet uciekało łodzią, chcieli się przedostać pewno do Szwecji, nie? Do Swinemünde się nazywało? Jakoś tak się nazywało to. Morze było całe zaminowane. Ci ludzie wszyscy poginęli. Taką jedną rodzinę znałam. Matka z dzieckiem siadła do Łodzi i pojechała. Nie wiem, czy dojechała. Zostali tylko dziadkowie. Gehenna. Jak ja to sobie przypominam, to co się stało na końcu wojny, to musieliśmy później stąd uciekać, bo Ruski, bo tu nie szło żyć, bo musieliśmy okna z kocem zasłaniać, żeby nie było światła widzieć, bo chodzili rabowali, normalnie rabowali, gwałcili kobiety. Młode kobiety uciekały, chowały się. No coś strasznego to było. Okradali wszystkich. Coś strasznego. Koniec wojny był okrutny. Und eines Tages, da schaue ich durch das Fenster und da sehe ich die russische Armee, aber das war wirklich ein komischer Anblick. Da kamen auf ganz kleinen Pferden kamen Soldaten in Anführungszeichen, weil die so komische Kleidung hatten, manchmal mit einer Schnur so anstelle eines Gürtels. Also das war wirklich so ärmlich, so komisch. Und da kamen so diese Art Soldaten, die haben nur geraubt, vergewaltigt und Leute getötet. Und sie nahmen die Polen als Zeugen. Sie sagten, du warst hier jahrelang, du hast hier gearbeitet. Du sagst mir jetzt, wer viel Geld hat, wer viel Gold hat. Und die sind von einem Haus in das andere sind sie gegangen und nur geraubt und einfach und geklaut. Wir haben selber unsere Fenster mit Decken zugemacht, damit die nicht sehen, wo noch jemand wohnt, wo noch Licht an ist. Und das war wirklich ganz, ganz schrecklich. Das Ende des Krieges war grausam hier. Und viele Leute, viele Menschen wollten mit Booten auf die andere Seite nach Schweden wahrscheinlich oder nach Swinemünde. Aber das Meer war so mit Minen versetzt, dass die meisten einfach gleich ums Leben gekommen sind.
Also die Bilder, die am Ende des Krieges, was ich am Ende des Krieges gesehen habe, das war so grausam, so schrecklich. Und wir wollten auch alle möglichst schnell weglaufen vor den Russen, die hier waren. Z tej wyspy nie mogliśmy się wydostać, bo były wszystkie mosty pobombardowane. Ruski zbudowali taki ponton, ale za darmo też nas nie chcieli wypuścić. Wysokradali wszystkie, mieliśmy, nikt nie miał zegarka, bo Ruski nam wszystko odbierali. Pełno zegarków mieli tak na łapach. Wszystko nam zabierali. Później, że jak żeśmy się przedostali przez to morze tym pontonem, tośmy wsiedli na taki pociąg, co były same tory kolejowe. I na tych torach kolejowych żeśmy tak jakoś dotarli od stacji do stacji. Po drodze zabierali Polaków i jak pociąg przejechał, to rozmontowywali szyny, żelazo, rozmontowali i zostawiali tylko jeden tor. I tak żeśmy jakoś ludzie jechali na dachach, na stopniach. Po drodze nas okradali, wszystko nam zabierali, nie tylko nas, bo obojętnie kto to był. Taka Niemka koło mnie siedziała, miała poduszkę i w tej poduszce miała troszeczkę tam pochowane, może złoto, pieniądze. Wyrwał to. To wszystko było pijane, prawdziwe takie ruskie wojsko, bolszewicy. To nie byli oswobodziciele, to byli nasi mordercy. Also wir konnten von der Insel nicht wegfliehen, weil alle Brücken bombardiert wurden. Und die Russen haben so, ich weiß nicht, wie das heißt, so Luftpontons oder so haben so eine Brücke gebaut aus so, ich weiß nicht, wie Luftmatratzen, weiß nicht, wie das heißt, ja, aus so eine Art Brücke haben sie gebaut, aber natürlich umsonst haben sie da keinen drauf gelassen, sondern wir mussten irgendwie bezahlen. Und sie haben uns einfach unsere Ohren weggenommen, sie hatten so auf einem Arm hatte einer zig Ohren drauf, weil er das einfach allen möglichen weggenommen hat als Bezahlung für diese Brücke, für Nutzung dieser Brücke. Und dann sind wir, als wir die Insel verlassen haben, waren wir überglücklich. Dann haben wir noch einen Zug gefunden. Also da gab es noch irgendwo noch Gleise, wo man mit einem Zug fahren konnte. Aber die Russen haben sogar die Gleise weggenommen, alles abgebaut, weggenommen und alles Mögliche geklaut. So gab es wenige Züge, wenige Fahrtmöglichkeiten. Und die Leute sind einfach so auf einem Wagen, da standen die Leute auf den Treppen, lagen auf dem Dach überall, damit man nur weiter fahren konnte. Und für mich waren die Russen, diese Soldaten, die ich da erlebt habe, das waren keine Befreier, das waren eher Mörder. Takżeśmy jako szczęśliwie dotarli, ale euforii nie było. Tu byli Ruski, tam byli Ruski. Straszne życie. Tak, jak żeśmy przyszli, goło i wesoło. Trzeba było iść do pracy i pracować. Nie było czasu, żeby się uczyć. Wojna się zaczęła, miałam 17 lat. Wojna się skończyła, miałam 21 lat. I tak minęło moje dzieciństwo. Und man war, also man ist von hier los. Man hat in Polen angekommen, aber da gab es wenige Gründe für Zufriedenheit. Hier waren die Russen, in Polen waren auch die Russen und man hatte keine Zeit, keine Möglichkeit weiter zu lernen, zu studieren. Man musste eine Arbeit finden, arbeiten gehen und als der Krieg begonnen hat, war ich nicht mal 17 Jahre alt. Als der Krieg zu Ende war, da war ich 21 und eigentlich ist meine Jugend, meine Kindheit, meine Jugend so verlaufen, abgelaufen. Wir bedanken uns für dieses sehr intime Gespräch mit Frau Hein. Natürlich auch einen großen Dank an alle anderen Zeitzeugen. Für dieses Hörspiel war der Medientrecker verantwortlich.